Knecht für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Bundeskanzlerin, es gibt Werte, die man mit Blick auf die großen Traditionen von der Antike bis zur Aufklärung mit gutem Grund und im besten Sinne als europäische Werte bezeichnen kann. Demokratie, Solidarität, auch Gerechtigkeit gehören dazu. Wie wenig die Europäische Union mit solchen Werten zu tun hat, das zeigt sich in der Flüchtlingskrise besonders krass. Europäische Einigkeit besteht gegenwärtig eigentlich nur darin, mehr in die Abschottung der EU-Außengrenzen zu investieren. Ein Konjunkturprogramm für die Stacheldrahthersteller und für die Schleusermafia statt einer verantwortungsvollen europäischen Flüchtlingspolitik. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für Europa. Natürlich weiß jeder, dass die Lösung nicht daran liegt, die vielen Millionen verzweifelten Menschen, die weltweit auf der Flucht vor Krieg, vor Bürgerkrieg und vor Terror sind, in die EU oder gar nach Deutschland zu holen. Aber gerade deshalb wäre es endlich an der Zeit, über die Beseitigung von Fluchtursachen nicht nur zu reden, sondern endlich real etwas dafür zu tun, dass es auf dieser Welt weniger Krieg, weniger Bürgerkrieg und weniger Terror gibt. Und sagen Sie jetzt nicht, das läge nicht in Ihrer Macht. Die Vereinigten Staaten haben ihre Öl- und Gaskriege immer mit Beteiligung europäischer Länder geführt. US-Drohnen morden mit logistischer Unterstützung aus Deutschland. Die Saudis führen ihren Krieg im Jemen mit deutschen, unter anderem mit deutschen Waffen. Es ist doch zutiefst verlogen, über die Beseitigung von Fluchtursachen zu reden und gleichzeitig die Waffenexporte ausgerechnet nach Saudi-Arabien zu verdreifachen. So bekämpft man nicht Fluchtursachen, sondern man macht glänzende Geschäfte mit ihnen. Und deshalb muss ich Ihnen auch sagen, solange Sie Waffenexporte in Spannungsgebiete nicht endlich verbieten, ist das ganze Gerede über die Bekämpfung von Fluchtursachen vollkommen unglaubwürdig. Darüber hinaus brauchen wir endlich eine eigenständige europäische Politik gegenüber den Vereinigten Staaten. Gerade wenn sie sich als oberster Feldwebel dieser Welt aufspielen und bomben und töten, wo immer es ihnen passt. Ohne den Irakkrieg gäbe es den Islamischen Staat nicht, der heute in Syrien wütet. Und das jüngste Kriegsverbrechen in Kunduz mit 22 zivilen Toten, Ärzten und Patienten, ich denke, das zeigt erneut den ganzen Zynismus dieser angeblichen Antiterrorkriege. Genau diese Kriege mit ihren tausenden zivilen Opfern, die sind es doch, die den Hass säen, auf dem der islamistische Terror gedeiht. Und deshalb unterstützen wir es sehr. Deshalb unterstützen wir es durchaus, dass Sie, Frau Merkel, eben noch mal für eine politische Lösung für Syrien plädiert haben. Ich denke, es gibt keinen anderen Weg. Auch der IS, der sich in Städten mit tausenden zivilen Einwohnern versteckt. Er lässt sich nicht mit Bomben stoppen, und zwar weder mit amerikanischen noch mit russischen. Sondern wenn man den IS stoppen will, wenn man ihn stoppen will, dann muss man ihn von Waffenlieferungen und Finanzen abschneiden. Eines der Länder allerdings, die genau das Gegenteil getan haben in der Vergangenheit und immer noch tun, die den IS direkt und indirekt unterstützt haben, das ist die Türkei. Und ausgerechnet die soll jetzt unser großer Partner in der Flüchtlingskrise werden, ausgerechnet Erdogan, der sein eigenes Land durch Aufkündigung des Friedensprozesses mit den Kurden an den Rand eines Bürgerkrieges führt. Wie gut die Türkei zum sicheren Drittstaat taugt. Einen Augenblick mal, Frau Wagner, darf ich mal sowohl auf der Regierungsbank wie im Plenum um ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit bitten? Vielen Dank. Wie gut die Türkei als sicherer Drittstaat taugt, das hat der furchtbare Anschlag mit über 100 Toten am letzten Wochenende gezeigt. Mit einem Regime zu paktieren, das Journalisten, das Kurden, das Gewerkschafter verfolgt, ich finde, das ist eine humanitäre Bankrotterklärung. Und Frau Merkel, deshalb sagen Sie Ihre Türkei-Reise ab.
So kurz vor den Wahlen ist das nichts anderes als direkte Wahlkampfhilfe für Erdogan. Und natürlich ist es wichtig, die Lager vor Ort, wo sich ungleich mehr Flüchtlinge aufhalten als in der gesamten EU, dass die besser ausgestattet werden. Aber das erreichen wir doch nicht dadurch, dass wir uns für Erdogans Machtpolitik einspannen lassen, sondern dass wir Hilfsorganisationen wie die Welternährungshilfe besser ausstatten, damit sie dort ihre Aufgaben erfüllen können. Und ich muss sagen, Sie können doch nicht im Ernst glauben, dass mit einer zusätzlichen Milliarde, wie die EU sie jetzt in Aussicht gestellt hat, dass sie damit die Lebensbedingungen von etwa 10 Millionen Flüchtlingen, die es derzeit in und um Syrien gibt, dass sie die ernsthaft verbessern können. Wer sowas erzählt, der ist doch einfach unseriös. Inzwischen ist davon auszugehen, dass über 1 Million Flüchtlinge in diesem Jahr nach Deutschland kommen. Die Willkommenskultur, die große Teile der Bevölkerung in den letzten Wochen und Monaten an den Tag gelegt haben, ich denke, die ist wirklich bewundernswert. Aber es ist jetzt auch langsam an der Zeit für eine Verantwortungskultur der Politik, und zwar vor allem der Bundespolitik, die damit beginnen würde, dass man sich den vorhandenen Problemen stellt, statt sie kleinzureden. Und die 100. Wiederholung Ihres, wir schaffen das, Frau Bundeskanzlerin, die hilft dem Bürgermeister einer Gemeinde unter Haushaltsnotstand nicht, der eine winterfeste Unterbringung für die Flüchtlinge braucht und schon überlegt, in welchen anderen Bereichen er dafür kürzen muss. Was wir zurzeit erleben, ist doch ein eklatantes Staatsversagen. Und jetzt rächt sich, dass die politischen Weichen in diesem Land seit vielen Jahren in die falsche Richtung gestellt wurden. Es ist doch nicht erst seit dem Zuzug der Flüchtlinge, dass bezahlbarer Wohnraum gerade für diejenigen fehlt, die kein dickes Portemonnaie haben. Das ist seit vielen Jahren so. Und ein wesentlicher Grund ist, dass durch Steuersenkungen für Reiche und Unternehmen die Kommunen finanziell ausgehungert wurden und unter diesem Druck viele eben ihren Wohnungsbestand verkauft haben. Das ist doch eine Realität. Und genauso ist es nicht erst seit dem Zuzug der vielen Flüchtlingskinder so, dass in diesem Land Lehrer fehlen. Seit vielen Jahren schon werden Lehrerstellen abgebaut, weil die Verkleinerung des öffentlichen Dienstes natürlich immer das leichteste Mittel ist, im Korsett der Schuldenbremse klarzukommen. Und da reden einige von Ihnen von Leitkultur. Aber Sie schaffen es noch nicht mal zu verhindern, dass wegen Lehrermangel immer mehr Deutschstunden ausfallen und viele Kinder die Schule verlassen, ohne jemals einen Zugang zu Thomas Manns Zauberwerk oder Goethes Faust gefunden zu haben. Dieses Bildungselend, die Wohnungsnot oder auch der riesige Niedriglohnsektor, das war ja alles da, bevor die Flüchtlinge kamen. Aber natürlich werden diese Probleme jetzt ins Extremste verschärft. Und die Stimmen, die den ohnehin schon lückenhaften Mindestlohn weiter aufweichen wollen, die werden auch immer lauter. Das heißt, hier soll Zuwanderung jetzt auch noch für Lohndumping missbraucht werden. Ich finde das unerträglich und ich finde, das muss verhindert werden. Wir brauchen stattdessen dringend bessere Sicherungen gegen Lohndrückerei. Wir brauchen ein groß angelegtes öffentliches Wohnungsbauprogramm. Und wir brauchen eine massive Aufstockung der Bildungsausgaben. Und wer da jetzt immer noch meint, das ließe sich lösen, wenn man ein bisschen Budgets umschichtet, ich finde, der hat einfach den Ernst der Lage nicht begriffen. Natürlich können wir es schaffen. Deutschland ist ein reiches Land. Aber da muss man eben auch den Mut haben, das Geld bei den Reichen zu holen und nicht bei den Armen. Allein die 500 reichsten Familien in Deutschland. Sie haben ein Privatvermögen von über 600 Milliarden Euro. Und die 10 reichsten Familien kassieren zusammen Dividenden von 2,4 Milliarden Euro im Jahr. Aber statt solchen unverschämten Reichtum höher zu besteuern, lassen Sie es zu, dass die Kosten für die Flüchtlinge als Argument herhalten müssen, warum wir unsere Erzieherinnen in den Kitas nicht ordentlich bezahlen können. Sie lassen es zu, dass Mieter aus kommunalen Wohnungen gekündigt werden, um Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen. Wissen Sie nicht, was Sie damit anrichten? Frau Merkel, Sie haben ja mehrfach Ihre Aussage wiederholt, dass Sie Menschen in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen wollen. Ganz abgesehen davon, dass das freundliche Gesicht mit den geplanten Internierungslagern an der Grenze zu einer ziemlich hässlichen Grimasse zu werden droht. Es fragen sich,
Es fragen sich auch viele, wo war und wo ist Ihr freundliches Gesicht gegenüber Menschen in Notsituationen hier im Land? Wo ist Ihr freundliches Gesicht gegenüber denen, die von Jobcentern gedemütigt und in miese Billiglohnjobs gedrängt werden? Wo ist Ihr freundliches Gesicht gegenüber der alleinerziehenden Mutter, die ihre Kinder nur noch dank des Angebots der Tafeln satt bekommt? Wo ist Ihr freundliches Gesicht gegenüber der wachsenden Zahl von Menschen, denen nach einem langen Arbeitsleben Armut im Alter droht? All diese Notsituationen lassen Sie zu seit vielen Jahren mit einem ziemlich ungerührten Gesicht. Und ich erinnere Sie, wie viel Geld Sie über Nacht bereitgestellt haben, als deutsche Banken ins Taumeln kamen. Heute taumeln in Deutschland Städte und Gemeinden, aber Sie hantieren mit Kleinbeträgen. Und ich sage Ihnen, wer selbst von Zukunftsangst gequält wird, der ist selten bereit, anderen mit offenen Armen eine Perspektive zu bieten. Nehmen Sie endlich Ihre Verantwortung wahr, statt zuzulassen, dass AfD, Pegida und Co. dort ernten gehen, wo sie Spannungen und Überforderung gesät haben. Sonst, das muss ich Ihnen sagen, wird mir Angst und Bange, wenn ich daran denke, wie dieses Land in ein oder zwei Jahren aussehen wird. Thomas Oppermann ist der nächste Redner für die